Hallo, hier ist der Entdeckerfuchs. Ihr habt ein Wohnmobil mit einem Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroën Jumper Fahrgestell? Euer Kühlergrill ist viel zu groß. Steine können da relativ leicht durch und können den Klimakondensator oder den Kühler beschädigen. Das muss nicht sein. Das ist auch relativ leicht abzustellen. Wie das geht und was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit der Demontage der beiden Scheinwerfer. Als erstes lösen wir beide Stecker von den Scheinwerfern. Das sollte relativ einfach sein, indem man den grauen Ring des Steckers ein wenig zur Seite zieht. Danach sollte der Stecker sich ganz leicht nach hinten lösen lassen. Bitte keine Gewalt anwenden, denn normalerweise sollte das ganz leicht gehen. Ansonsten lauft ihr Gefahr, dass euch etwas von dem Stecker abbricht. Anschließend nehmen wir das entsprechende Torx-Werkzeug zur Hand. Ich habe hier eine Ratsche dazu genommen und löse die beiden Innenschrauben der Halterungen der Scheinwerfer. Anschließend könnt ihr die obere rechte Schraube des jeweiligen Scheinwerfers mit demselben Werkzeug lösen. Hier braucht ihr etwas länger, da das Stück bzw. das Gewinde etwas länger ist. Das mache ich dann für euch mal in Zeitraffer. Ihr könnt im Übrigen die Halter bzw. die Schrauben der Scheinwerfer nicht verwechseln. Um nun den Scheinwerfer herauszunehmen, bedarf es keiner großen Gewalt, sondern ihr packt den Scheinwerfer mit beiden Händen und zieht ihn hier in dem Beispiel nach links, auf der Beifahrerseite natürlich entsprechend nach rechts. Anschließend löst ihr die hier im Video gezeigten Schrauben für die obere Befestigung des Kühlergrills. Auch hier wieder für euch in Zeitraffer. Da der gesamte Kühlergrill eine Menge Schrauben sind, solltet ihr euch die entsprechend gesammelt lagern, aber auch genauso darauf achten, wo ihr welche Schraube gelöst habt. Denn diese sind an den Köpfen unterschiedlich. Nun geht es an die beiden unteren Schrauben. Das sind keine echten Schrauben, sondern Kunststoffschrauben, die nur gelöst werden. Anschließend kann man den kompletten Halter herausziehen. Und nun zum guten Schluss die beiden untersten Schrauben des unteren Teils des Kühlergrills. Es fehlen noch die vier Schrauben, die sich am Unterboden befinden. Auch an die kommt ihr relativ leicht dran, ohne das Fahrzeug aufbocken zu müssen. Insgesamt sind es vier Schrauben, die am Unterboden befestigt sind. Nun kommt der schwierigste Teil, nämlich das Lösen des oberen Kühlergitters. Dieser ist mit Plastiknasen eingerastet, die ihr am besten mit einem Kunststoffheber etwas löst, bevor ihr dann vorsichtig den Kühlergrill nach oben hin löst. Wendet dabei nicht zu viel Kraft an, sonst brechen die Nasen. Es geht nun an die Montage des Racing-Gitters. Ich habe mich hier für ein Aluminium-Racing-Gitter in Schwarz entschieden und entsprechenden Sicherungsklemmen mit 2,5 mm, die dann auf die kleinen Pinne draufklemmen könnt. So benötigt ihr weder Kleber noch andere Befestigungsmaterialien wie Kabelbinder oder ähnliches. Legt euch das Stück Racing-Gitter so auf den Kühlergrill auf, dass ihr möglichst wenig schneiden müsst. Achtet dabei darauf, dass ihr trotz des stabilen Racing-Gitters die Plastiknasen, die sich innen am Kühlergrill befinden, nicht abbrecht. Seid ihr mit der Ausgangslage zufrieden, könnt ihr mit dem Schneiden des Racing-Gitters beginnen, aber Vorsicht, die abgeschnittenen Enden können sehr scharfkantig sein. Ihr solltet auf jeden Fall eine Menge Geduld mitbringen, denn wenn ihr das so macht wie ich, dass ihr einen Seitenschneider verwendet, kommt ihr nur sehr langsam voran. Achtet darauf, dass ihr das Racing-Gitter nicht zu kurz einschneidet, denn ihr wollt ja noch ein bisschen überlappend sein. Ansonsten sieht man hinterher von der Frontseite eine Öffnung. Das untere Stück des Racing-Gitters schneide ich sehr knapp ab, denn ich möchte das Reststück noch für den unteren Teil des Kühlergitters verwenden.
Achtet auch hier wieder darauf, dass ihr, wenn ihr mit dem Seitenschneider arbeitet, nicht die kleinen Plastiknasen mit abzwickt oder abreißt. Habt ihr das Racinggitter zurechtgeschnitten, geht es an das Befestigen des Racinggitters mittels der Sicherungsscheiben auf den kleinen Plastikpinnen. Um einen gleichmäßigen Druck auszuüben, nehme ich eine Nuss zur Hand und drücke von oben den Sicherungsring runter. Hält bombenfest. Wenn ihr alle Sicherungsscheiben am oberen Kühlergitter befestigt habt, könnt ihr das Reststück verwenden, um auch hinter den unteren Kühlergitter ein Racinggitter zu befestigen. Dazu müsst ihr zunächst die hier von mir gezeigten Schrauben alle lösen. Und noch ein kleiner Tipp von mir, ich markiere die obere Reihe der Schrauben mit einem Bleistift. Denn dadurch, dass sich ja auch in der oberen Reihe die Löcher befinden für das vordere Kühlergitter, habt ihr es bei der Remontage dieses Bauteils einfacher, denn so findet ihr direkt die richtigen Löcher für die Schrauben und habt dadurch keine Verwechslungsgefahr bzw. habt doppelte Arbeit durch Los- und Wiederfestschrauben. Entgegen des oberen Kühlergitters ist jetzt nun der untere Rahmen, wenn man alle Schrauben gelöst hat, sehr leicht zu entnehmen, also keine Plastiknasen oder ähnliches. Nehmt nun das Reststück Racinggitter und passt es euch an die unteren Lufteinlassöffnungen an. Auch hier achtet wieder darauf, dass ihr die kleinen Plastiknasen nicht abbrecht. Dadurch, dass das Racinggitter sehr gut biegbar ist, formt euch die Enden genau passend, dass alles überlappt. Auch bei diesem Stück müsst ihr natürlich euch die mühselige Arbeit machen und das Racinggitter entsprechend zurechtschneiden und natürlich anschließend nicht vergessen, die Sicherungsscheiben auf die jeweiligen Plastikpinne entsprechend draufdrücken. Wenn alles entsprechend geschnitten, gebogen ist und mit Sicherungsscheiben befestigt, geht es an die Remontage der beiden Kühlergitter. Dazu montiert ihr die Teile in der rückwärtigen Reihenfolge wieder. Am Ende sollte das Ganze so aussehen. Racinggitter oben sauber und ohne Öffnung befestigt und natürlich unten dasselbe. Zum guten Schluss montiert ihr wieder die Scheinwerfer, achtet dabei auf die beiden Nasen am Scheinwerfer und die entsprechenden Kerbungen an dem Gehäuse. Dann ist es relativ einfach, den Scheinwerfer einzusetzen und in die jeweilige Richtung seitlich hineinzuschieben. Ihr benötigt dazu auch wieder keinen großen Kraftaufwand. Der letzte Arbeitsschritt ist die Remontage der Scheinwerferstecker. Da bitte auch keine Kraft anwenden, einfach in der richtigen Position leicht draufschieben. Der graue Ring müsste dann einrasten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und hat eine hohe Schutzfunktion vor Steinschlägen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch allzeit knitterfreie Fahrt, euer Entdeckerfuchs.